So Leute, es geht weiter. Ich sehe vielleicht ein wenig fettig aus hier, weil ich jetzt die ganzen 10 CDs in meine Sammlung reingenommen habe. Kann man es sehen? Kann ich das Teil so weit drehen? Wie man sieht, es ist jetzt bis zum Ende komplett voll. Und ich muss für jede CD muss ich erstmal 5 CDs rausnehmen und dann wieder umschlichten. Und ich war jetzt ernsthaft 5 Minuten beschäftigt, nur eine CD reinzutun. Also in die Sammlung zu tun, naja, egal. Fangen wir an mit Perished und Sight. Sieht so aus. Habe ich mir noch nicht angehört, aber wird bestimmt gut sein. Ich wäre noch nicht dazu gekommen, alles anzuhören. Dann haben wir hier Exodus. Crudus. Tut mir leid, Crudus Discover the Truth. Sieht so aus, es hat was, finde ich. Sieht cool aus und hier auch nochmal. So, das ist Crudus. Forest of Fog und hier Untergang heißt die CD. Die ist eigentlich ganz gut, kommt aus 2004, aber leider ist die CD kaputt. Also jetzt nicht kaputt, aber ich meine, ist auch eine Demo, aber gut, die CD sieht dann zwar so aus, aber kann man leider nicht mehr abspielen. Aber die Musik ist gut. Forest of Fog mit Untergang aus 2004. Graveland mit Carpathian Wolves, cool. Aus Polen. Polen machen auch gute Mucke. Hier sieht man, das sieht eigentlich ziemlich geil aus, ne, mit dem Krieger da unten und so. Boah, die Frankenfahne, die macht das ganze Genre kaputt, aber egal. Dann habe ich hier Totgelichter mit Fluch und Zug in den Wahnsinn. Das heißt so, limitiert 250 Stück, ich habe Nummer 94 aufgenommen, 2003 im Karge Melten Studio. Okay, jetzt ist wieder dunkler geworden, ne? Aber egal. Ja, sieht so aus, Totgelichter, Fluch und Zog in den Dingens. Limitiert ist auch ziemlich selten. Und also ihr seht es jetzt nicht, aber man kann hier fühlen, auf der CD, dass es ein Aufkleber ist. Die gibt es nämlich. Und gut, man kann es auch sehen, weil es nicht perfekt aufgeklebt ist. Aber auf jeden Fall. Fluch und Zog in den Segen. Zog in den Wahnsinn von hier Dingens, ihr weißt schon. Was haben wir hier? Frozen Death aufgenommen in 2000. Winter Domain ist auch eine Demo, wie man an das ausgedruckte Dingens sehen kann. Und hier unbeschriftet, aber ist wie gesagt Ding aufgenommen in 2000, ist eine deutsche Band. Ja, das ist auch ganz gut. Also wie gesagt, wenn ich mich fertig anhöre, das liegt dran, weil ich das alles gleich noch einsortieren muss und es gerade auch gemacht habe. Insignium mit Insigna Risen, das ist auch ganz gut. Das ist auch richtig gut hier. Sieht alles, was ist es auf der Vorderseite? Ist es ein Helm? Was ist das? Könnt ihr mal erkennen, was das ist? Ich kann es nicht erkennen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch ganz gut. Ach, hier haben wir Old Funeral mit The Alderons. Das ist eine Kompilations-CD. Steht ja noch in Jahrzahl drauf. Nein, aber auf jeden Fall. Das ist auch ganz gut. Das könnt ihr euch auch mal reinziehen, Old Funeral. Ah, hier. Was war das? Men hier mit Thuringia. Auch ganz gut. Auch wieder vom Perverted Taste. Aber das ist auch richtig gute Musik. Das kann man auch am Artwork sehen. Glaubt mir, das gefällt bestimmt ein paar von euch. Dann habe ich hier Trond mit Trond, so heißt es. Sieht so aus, das heißt die CD heißt genauso wie die Band. Rückseite sieht so aus. So, wie viele Minuten habe ich denn jetzt? 4! Geht ja schnell, Alter. Okay, warte, ich suche hier nochmal was raus. Ah. Fuck. Wie der Stapel auch einfach nicht endet, ne? Ah, hier, Dark Throne mit Under a Funeral Moon. Legendäre Black Metal Band. Die aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so viel Black Metal machen, ne? Das war mal Black Metal. Hier steht auch noch drauf, True Norwegian Black Metal. Ich kann mal schauen, wann ist es aufgenommen worden.
Steht leider nicht da. Jahreszahl. 93. Also die CD kommt aus 93, meine Version kommt aus 2001, aber hey, es kommt aus 93. Und das ist schon krass. Und da kann man es lesen, True Norwegian Black Metal, aber das ist, glaube ich, mittlerweile kein Black Metal mehr. Wenn ich mich richtig entsinne. Wir haben ein Digipack mit, ach nochmal Dark Throne mit Plague Wielder. Ich habe schon gedacht, dass ich es erkannt habe. Guck mal dieses Artwork an, das sieht doch richtig geil aus, oder? Und vor allem, es spiegelt nicht. Das ist das Allerschönste. Guckt euch das mal an. Hammer. Ich finde es geil. Ja, was steht hier drauf? Arbeiter Samfunetz Plus 1. Oslo. Okay. 2001 ist es gemacht. Gibt es auch als Schallplatte. So sieht die Rückseite aus. Richtig gutes Zeug. Also Darkthrone muss man mal gehört haben, wenn man auf Black Metal steht. Disbelief mit Worst Enemy. Das fand ich jetzt weniger gut. Ist von Massacre Records, das ist das da, wo jetzt Eisregen unter Vertrag ist, kommt aus 2001. Und ja, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, es sind Insekten irgendwie, falls man es erkennt. Ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht unbedingt meine Welt, sagen wir es mal so. Ach du Kacke, wie spreche ich das aus? Azuru mit Balpriku oder so, keine Ahnung. Das ist alles ein bisschen komisch. Sieht auf jeden Fall so aus. Da Balpriku und auf der Rückseite ist ein Smiley. Aber die Musik hat nicht unbedingt was mit einem grinsendes Gesicht zu tun. Aber egal. Es ist auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir hier nochmal Darkthrone. Ach, und gleich nochmal Darkthrone. A Blaze in the Northern Sky. Das kommt aus 91. Und meine Version kommt aus 2000, aber das macht nichts. Auf jeden Fall sieht es so aus, da sieht man so ein Gesicht und ja, die Rückseite ist eigentlich ganz, ganz interessant, so mit den Leuten, was die da so machen. Sieht so aus. Darkthrone, richtig gute Band. Und hier Transylvanian Hunger aus 94. Alles vor meiner Zeit. Aber sieht auf jeden Fall so aus, wenn ich das jetzt höher mache, dann sieht man es eigentlich auch nicht wirklich besser, ne? Und ja, hier sieht so aus die Rückseite und man kann es vielleicht erkennen, da steht Norsk Arisk Black Metal, also Norsk-Arischer Black Metal und die Band wollte das eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht auf der CD haben, aber das hat das Label es dann doch gemacht und deswegen wird gesagt, dass es Nazis sind. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Die Musik ist gut und darum geht es mir. So, dann habe ich jetzt noch ein Video vor allem. Das wären noch tausende Videos, aber eine CD von Bethlehem, wie ich schon mal gesagt habe, nämlich, oh Gott, wie heißt das? Dictus Tenerare, die Special Edition 2 CD Gedöns. Ist ein Re-Release. Hat wie gesagt hier zwei CDs, wie man sehen kann. Und ja, Bethlehem, richtig gute Band, kann ich eigentlich nichts zu sagen. Passt auf jeden Fall richtig gut. Ich versuche jetzt doch nochmal ein paar zu machen. Wie schneller man durch ist, wie mehr andere Videos es gibt. Ne? Ich mache einfach bis 10 Minuten oder 11 oder so. Was haben wir hier? Xastur mit The Funeral of Being. Da kann ich auch noch dran erinnern. Das ist auch richtiges Underground-Zeug. Aber ganz cool. Aus. Steht kein Jahr drauf. Schade. Finden Sie mal interessant zu sehen. Auf der Rückseite steht noch Blood, Fire, Death. Also Blut, Schießen, Tod. Da. Falls man es erkennen kann. Ich weiß nicht. Die eingebaute Cam von Apple ist sowieso sowas von behindert. Ach du Kacke. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Was haben wir denn hier? Ich kann es nicht wirklich lesen. Striborg mit Spiritual Kaliade. Sieht so aus. Auf jeden Fall ganz nice. Also die Musik ist gut. Die Rückseite nämlich auch hier. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen. Dann haben wir hier Ego Noir mit Die Saga.
Und eigentlich ganz witzig, weil hier auf der Vorderseite steht nichts K. Und dann steht da drunter auf der anderen Seite knicken. Und dann steht hier wieder sonst geht's kaputt. Das heißt, jemand hat es gemacht. Aber das ist mir eigentlich egal. Und leider, diese CD geht auch nicht. Das ist auch eine Demo. Wie man sieht, da kann man richtig sehen, dass es aufgeklebt ist und man sieht den Knick. Es ist gut, ich habe es gehört, aber leider geht die CD auch nicht. Aber ey, es ist eine Demo, also es ist eine Rarität und es ist cool. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace und so.